Herzlich willkommen im Kapitel YouTube Ads. In diesem Kapitel schauen wir uns im Detail an, wie du am besten YouTube Ads in deiner Online-Marketing-Strategie integrierst. Mit YouTube Ads kannst du enorm viele potenzielle Kunden mit kurzen Werbeclips ansprechen, wobei die Kosten per Klick enorm günstig sind, als auch die Reichweite, die du damit aufbauen kannst. Wenn du deine Kampagnen richtig anlegst, kannst du auf YouTube punktgenau deine Zielgruppe ansprechen und zum Beispiel jede Menge Neukunden gewinnen, Mitarbeiter finden und vieles mehr. YouTube ist hinsichtlich der verfügbaren Online-Marketing-Kanäle enorm wichtig, vor allem wenn du mit deinem Unternehmen omnipräsent auftreten möchtest. Deshalb ist es wichtig, dass du dich mit dem Thema YouTube-Ads wirklich ernsthaft auseinandersetzt und für dein Online-Marketing in Zukunft gewinnbringend einsetzt. Im ersten Schritt schauen wir uns jetzt mal an, welche YouTube-Anzeigenformate es bei YouTube gibt. Die wichtigsten Anzeigenformate auf YouTube, sowohl Video als auch andere Anzeigen. Erstmal ist für dich wichtig zu wissen, es gibt hier vier Formate, wo du gut überlegen solltest, welches dieser Formate sich hier am besten für dich und dein Unternehmen eignet. Punkt 1. Überspringbare In-Stream-Ads. Zweitens, nicht überspringbare In-Stream-Ads einschließlich Bumper-Ads. Drittens, Video Discovery Ads, die früher Display Ads hießen. Und Punkt 4, Anzeigen ohne Video. Das sind dann Overlays und Banners, die du auf YouTube auf gewissen Werbeflächen schalten kannst. Schauen wir uns die vier Anzeigenformate im Detail an. Erstens, die überspringbaren In-Stream Ads. Diese Anzeigen kennst du bestimmt schon aus eigenen Erfahrungen, wenn du YouTube-Videos geschaut hast. Es werden hier vor oder während eines Videos Werbeclips abgespielt, auch Pre-Roll oder Mid-Roll genannt. Überspringbare In-Stream-Ads definieren sich dadurch, dass die Betrachter diese Werbeclips nach den ersten 5 Sekunden aber überspringen können. Du zahlst nur dann für die Werbung, wenn die Betrachter nach diesen ersten 5 Sekunden weiterschauen. Deine Werbeanzeige muss mindestens 12 Sekunden lang sein und sollte nicht länger als 3 Minuten sein. Dieses Format ist sehr empfehlenswert und sollte auf jeden Fall einen Teil deiner YouTube-Kampagne ausmachen. Ja, als zweites die nicht überspringbaren In-Stream-Ads. Da 76% aller befragten Nutzer angeben, dass sie Anzeigen automatisch überspringen, entscheiden sich manche Werbetreibende dafür, Pre-Roll oder Mid-Roll Anzeigen zu schalten, ohne diese Möglichkeit, dass man die Werbeanzeige überspringen kann. Solltest du eine große Steigerung der Markenbekanntheit anstreben und dir wirklich sicher sein, dass dein Werbespot auch stark genug ist, deine Zielgruppe für die vollen 15 Sekunden zu fesseln, dann ist dieses Anzeigenformat sicherlich zielführend. Zusätzlich gibt es noch Bumper-Ads. Bei Bumper-Ads ist die Länge der Anzeige auf 6 Sekunden Länge beschränkt und es ist somit eine zusätzliche knackige Option der nicht überspringbaren In-Stream-Ads. Drittens die Video-Discovery-Ads. Discovery-Ads werden neben den organischen Suchergebnissen auf der rechten Seite angezeigt. Sieht dein Video für deine Zielgruppe relevanter aus als die organischen Ergebnisse, dann könnte das die Nutzer dazu bewegen, deine Werbeeinblendung anzuklicken. Diese Form der YouTube-Werbung würde ich dir auf jeden Fall anraten, in deinem Werbemix mit aufzunehmen. Viertens, Anzeigen ohne Video. Hier gibt es folgende Werbemöglichkeiten zur Auswahl. Erstens, Display-Ads. Diese Anzeigen erscheinen in der rechten Seitenleiste und enthalten ein Bild und einen Text sowie ein Call to Action mit einem Link zu deiner Webseite. Die zweite Möglichkeit, die du hier hast, sind In-Video-Overlay-Ads zu schalten. Diese erscheinen schwebend über den Videoinhalten von monetarisierten YouTube-Kanälen. Kommen wir nun zum nächsten wichtigen Punkt, und zwar, wie du eine YouTube-Ads-Kampagne richtig aufsetzt. Ich werde dir nun Schritt für Schritt erklären, wie du eine solche Kampagne richtig aufsetzt. Punkt 1. Erstelle deine Kampagne. Melde dich dazu bei deinem Google Ads-Konto an und wähle Neue Kampagne. Wähle im nächsten Schritt dann das Kampagnenziel aus. Entweder Umsatz oder Leads, Website-Traffic, Produkt- und Markenerwägung, Markenbekanntheit und Reichweite oder du erstellst eine Kampagne ohne Zielvorgaben. Wenn du hier nicht sicher bist, was du am besten auswählen sollst, dann frag am besten einen Profi oder du kannst uns auch gerne bei Company for You and Me kontaktieren. Wir helfen dir dann gerne weiter. Anschließend wählst du den Kampagnentyp aus. Es werden dir hier jede Menge Kampagnentypen zur Auswahl gestellt, vor allem auch für Google Ads. Damit du auch tatsächlich auf YouTube Werbung schaltest, solltest du eine Video- oder Display-Kampagne auswählen, damit deine Werbung dann auch tatsächlich auf YouTube erscheint. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, Punkt 2, wo du deine Kampagnenparameter definierst. Hier musst du folgende Dinge auswählen.
Wähle deine Gebotsstrategie aus, wie zum Beispiel CPC, also Cost per Klick, CPM, Cost per Mill oder Conversions. Es gibt hier noch weitere Auswahlmöglichkeiten, das sind aber die gängigsten Auswahlmöglichkeiten. Solltest du dir hier nicht sicher sein, welche die richtige Auswahl für dich ist, sprich auch das am besten mit einem Profi durch oder kontaktiere uns ganz einfach, dann beraten wir dich diesbezüglich gerne. Im nächsten Schritt triffst du die Auswahl des Tagesbudgets, das du für die Kampagne ausgeben willst. Ich würde dir ein Tagesbudget von mindestens 10 Euro empfehlen. Danach wählst du aus, wo deine Anzeigen erscheinen sollen. Hier kannst du folgende Optionen auswählen. Entweder ausschließlich Discovery, das heißt, deine Werbung erscheint in den YouTube-Suchergebnissen, oder du legst fest, dass deine Werbung überall auf YouTube erscheint, das heißt in den Suchergebnissen, aber auch auf Kanalseiten, in Videos und auf der YouTube-Homepage. Oder du wählst das YouTube-Display-Netzwerk, das heißt, deine Werbung erscheint auf YouTube-Partner-Websites und anderen Plattformen. Am besten ist, wenn du einen Mix machst und auf allen Ebenen mit deiner Werbung vertreten bist. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. D. Wähle die Sprache und den Standort deiner Zielgruppe. Das ist enorm wichtig, dass die Leute die richtige Sprache sprechen und auch deine Werbung verstehen können. Die Auswahl des richtigen Standorts ist natürlich auch enorm wichtig. Wenn du hier zum Beispiel das falsche Land oder Bundesland eingibst, sehen Menschen deine Werbung, die du vielleicht gar nicht erreichen willst. Und dann kommen wir am Ende der Kampagnenparameterauswahl zum Punkt E. Wähle aus, wie viele Beschimpfungen, Gewaltszenen oder sexuell anzügliche Inhalte du duldest im Umfeld deiner Werbung. Das ist wichtig, dass du dir das überlegst, da das natürlich ein schlechtes Licht auf dein Unternehmen werfen kann. Kommen wir nun zum nächsten wichtigen Punkt. Punkt 3 spricht die richtige Zielgruppe an. Wenn du bisher noch keine Käufer-Personas erstellt hast, dann nimm dir ausreichend Zeit dafür. Je mehr du über deine Zielgruppe weißt, desto besser kannst du diese ansprechen und desto höher wird dein ROI, sprich dein Return on Invest, ausfallen. Folgende Eingrenzungen kannst du hier vornehmen. Einmal die demografischen Daten. Dazu gehört das Alter, das Geschlecht, der elterliche Status und das Haushaltseinkommen. YouTube bietet aber auch detailliertere Daten zu einzelnen Lebensphasen an, wie zum Beispiel, bist du frisch gebackener Eigenheimbesitzer, Student, im Begriff ein Unternehmen zu gründen und so weiter. Weitere Eingrenzmöglichkeiten, die du vornehmen kannst, laufen über die Interessen. Du findest hier eine Suchmaske mit Themen zur Auswahl, die deine Kunden interessieren und du kannst auch Keywords definieren, die deine Kunden bei Google mit hoher Wahrscheinlichkeit eingeben, um hier eine bestmögliche Eingrenzung nach ihrem früheren Suchverhalten vorzunehmen. Auf diese Weise hilft dir YouTube dabei, Menschen in entscheidenden Momenten zu finden. Zum Beispiel, wenn Sie zu Ihrem nächsten Hauskauf recherchieren, wenn Sie lernen wollen, wie man ein E-Learning erstellt und so weiter. Um das nochmals zu verdeutlichen, du kannst mittels YouTube-Werbung zielgenau auf deine Zielgruppe Werbung schalten, je nachdem, welche Interessen deine Zielgruppe hat und je nachdem, was deine Zielgruppe auf Google sucht. So schaffst du es mit YouTube, eine zielgenaue Werbesichtbarkeit zu schalten und du erreichst so bestmöglich deine potenziellen Kunden. Eine weitere wichtige Einstellung, die du vornehmen kannst, ist Remarketing. Verfolge deine Zielgruppen mit YouTube-Ads, die zum Beispiel bereits mit deinen anderen Videos, deiner Website oder deiner App interagiert haben. Die genaue Zielgruppeneinstellung ist enorm wichtig. Überleg dir das ganz genau und nimm dir dafür genügend Zeit. Kommen wir nun zum letzten Punkt, Punkt 5, Kampagne live schalten. Der letzte Schritt ist denkbar einfach. Klicke auf Kampagne erstellen und deine Kampagne wird gestartet. Einen abschließenden Tipp habe ich noch für dich. Wenn du dich schneller mit YouTube-Ads vertraut machen willst, schau dir ganz einfach mal ein YouTube-Ads-Tutorial-Video an. Über diesem Video habe ich dir ein aktuelles praxisnahes YouTube-Tutorial-Video verlinkt, wo du ganz genau erfährst, wie du im Google Ads-Account deine Kampagne bauen kannst. So kannst du in einem Minimum an Zeit enorm viel lernen und siehst live in der Benutzeroberfläche von einem echten Google-Werbeaccount erklärt, wie verschiedenste maßgebliche Dinge bei YouTube-Ads funktionieren. So kannst du auch das hier allgemein gelernte Wissen gleich anhand von praxisnahen Videos vertiefen und so wird dir das Thema YouTube-Ads immer vertrauter werden. Parallel solltest du dich, während du solche Videos anschaust, ganz einfach in deinen Google Ads-Account bewegen und Inhalte, die dich interessieren, einfach live nachschauen, damit es ja das Theoretische verliert und du mit den Inhalten auch wirklich vertraut wirst. Abschließend möchte ich dir hier wieder ein Buch empfehlen.
The 15 Steps to Profitable YouTube Marketing, falls du dich mit dem Thema YouTube Ads vertiefend beschäftigen möchtest. Weiterhin möchte ich dir den YouTube-Kanal So geht YouTube empfehlen, wo du enorm viele YouTube-Videos zum Thema YouTube und YouTube-Ads findest. Weiters bietet dieses Unternehmen auch einen weiterführenden bezahlten Kurs an. Und ich habe auch noch drei YouTube-Ads-E-Learnings, die ich dir gerne vorstellen möchte. Das ist erstens YouTube-Ads, ein E-Learning-Kurs von YouTube selbst und sehr, sehr empfehlenswert. Zweitens ein E-Learning-Kurs von Udemy, der kostengünstig ist, aber auch einen hohen brauchbaren Informationsgehalt hat. Und drittens CXL, was ebenfalls ein wirklich toller E-Learning-Kurs zum Thema YouTube-Ads ist. Das war es soweit zum Thema YouTube-Ads. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Kapitel, wo wir uns mit dem Thema Facebook-Ads beschäftigen werden.